Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit der fünften Runde, fünfter Spieltag der German YouTube League. Sehr überraschend, musste ich mal einspringen und spielen, was wahrscheinlich nicht wieder passieren wird. Aber keiner konnte. Lorenzo hatte Probleme, Tati ist viel beschäftigt gewesen. Er war sowieso verschollen, keine Videos mit ihm. Und da habe ich jetzt gespielt gegen Random Brain, den Victor. Shoutout an ihn und es war Tier 2 Format. Schauen wir mal, was ich gespielt habe. Also ich habe Satella gespielt. Oh mein Gott. Deck von, gebaut von Chong Banks, aka bester Satella-Spieler. Krasser Start, Alter. Mit dem Mais. Es geht schon, also. Man muss eins abwerfen. Was öfters passiert im Satella, also. Ich bin noch nicht so begeistert. Er fängt auch mit dem Mais an, spielt ein sehr verrücktes Deck. Aber das war jetzt so schlimm. Jetzt hatte zwei Ariadnes in den Scales. Keine Ahnung, ob das gut ist. Oh mein Gott. Gravekeeper Spy angegriffen. Aber Hong natürlich mit seinem Strikes. Er hat sogar noch eine verdeckt gehabt. Ja. Richtig geil. Jetzt aktiviert der Memphis 2 natürlich Pot. Ich denke, er holt sich... Ja, genau. Deneb auf die Hand. Deneb perfekt. Aber natürlich kommt eine Chaos Trap Hole. Egal. Soll er machen. Oh mein Gott. Gegner 5 Set. Ja. Upstart. Oh mein Gott. Und optimal, aber natürlich erstmal angefallen. Genau, weil sonst keinen Schaden bekommt. Genau. Er macht die neue Mirror Force, die ins Deck zurückmischt. Jetzt kommt die Mais. Zieht zwei Monster, ein Finish Chain. Und muss sie dann wieder, und muss jetzt dann, also die Effekt muss sie dann zwar abschmeißen, aber ich denke mit Call und Oase geht es eigentlich schon. Genau so ist es. Okay, das Gegner, das Deck vom Gegner echt verrückt, Mann. Jetzt hatte drei Ariadne, zwei in den Scales, einen auf der Hand. Aber er muss halt dann für seine, stimmt, er muss ja für seine Dinger nicht mehr zahlen jetzt, gell? Oh mein Gott. Jetzt kommt die Oase. Aber wahrscheinlich kann er die auskontern, ja, mit Emptiness. Chong chained Call an. Es kommt Lose One Turn. Hast du eigentlich damit mit Viruli gespielt oder ohne? Ohne. Also wie wir das dann gesagt haben, oder? Ja. Viruli wäre schlecht. Ja. Der Effekt von denen kommt nicht. Augen ist dran. Muss er also wieder abgeben. Das hast du noch gewonnen, oder was? Er blockt den Angriff mit Finish Chain. Sehr gut. Hofft natürlich auf ein Monster. Und er zieht eins. Und zwar Onukai. Onukai Effekt. Greift an über Ariadne. Die hat ja 1-7 Angriff. Holt sich dadurch einen Strike auf die Hand. Ja. Gegner muss jetzt Monster ziehen. Und er zieht eins. Was hat denn der gespielt, Mann? Sag was. Er setzt seine Sachen, also nichts Gefährliches. Ich grinde alles runter, Gageki, damit Spy weggeht. Und dann tue ich ein bisschen Schaden durch. Einfach langsam, Control, Beatdown, ja, Anti gegen Anti, so macht man das. Er hat mehrere tote Karten. Loose One Turn stört mich nicht zurzeit. Necrovalley gerade auch nicht. Ich greife an. Aber hast du auch Spike verdeckt? Strike. Ja. Boom. Zweiter Angriff kommt durch. Alles easy. Er hat eine tote Strike hinten liegen und eine unbekannte Verdeckte. Sonst hat er nichts. Oh. Top Deck Gageki ist nicht schlecht. Oh. Und Stele, das ist auch sehr gut. Jetzt wird es wieder schwer für mich. Zwei Spy hat er, ich habe nichts. Warning. Kümmert sich um einen Spy, aber dann wird es knapp mit den Lebenspunkten. Ja.
teuflische Kette auf den 1-Ball, den er flippt. Das hätte der noch einen. Also an seiner Stelle wäre ich auf Damage gegangen. Attack und dann. Ja. Und jetzt kommt, glaube ich, TT, oder? Jetzt läuft der TT mit drei Monstern, ja. Kann sich aber versuchen, aber ist irrelevant. Schauen, was er zieht. Okay, Mann. Reinforcement auf ein Monster. Ohne Kai, ohne Effekt. Ohne Kai, ohne Effekt, genau. Damit Strike nicht drauf kassiert wird. Er setzt. Hätte natürlich Spy und BTR, laut Barisch ist das Game, die geheime Strategie. Ich zieh weiter fallen. Ja Mann, sehr gut. Nova gezogen, ends gut. Halt mich erstmal zurück wegen Nova. Erstmal reaktiv spielen. Ja. Flip sein Spy, Warning erstmal. Ich hab schon. Zum Beispiel, da hätte ich auch wieder zum Beispiel Lasser in Angriff geholt und drüber gelaufen. Okay, er hat ein bisschen zu passiv gespielt. Das siehst du eigentlich ganz gut, Alter. Ich hätte beide, damit ich nächste Runde direkt Twin Twister aktivieren kann und Call. Jetzt ruft er den Laster, der kassiert erstmal BTA. Settet Upstart, ich weiß nicht wieso. Hätte vielleicht aktivieren sollen, um noch eine Falle zu ziehen, die ihn schützt. Jetzt kommt der Twin Twister auf Necro Valley und Lust von Turn. Dann Call, um direkt anzugreifen. Er aktiviert PTA drauf, aber ich negiere das mit Nova und der Angriff müsste durchkommen. Wieder kein Effekt von Unukai, damit er keinen Strike aktivieren kann. Sehr gut. Und knapp Game 1 gewonnen. Da hat man gesehen, ja, Gegner hat Fehler gemacht, hat zwei Ariadnes eigentlich in die Scales gelegt. Ja, Hong hat das cool runtergespielt, wusste, welche Karten verdeckt waren und welche nicht. Ja, man sieht, PTA echt gute Karte. Ja, es haben beide gesided. Jetzt schauen wir mal. Gegner fängt mit Tale Toten an, zwei Monster verdeckt, eine verdeckte. Okay, man sieht, er hat Lichtspiegel gebordet. Hong mit zwei verdeckten. Er hat zwei Monster auf der Hand und die Mais, also es muss er echt ein bisschen warten, damit er kein Minus macht. Kommandant greift über Onoka an, hat er 2-1 Angriff. Sehr gefährlich. Ja, jetzt schauen wir mal, was Hong macht. Wieder Onokai. Er macht Effekt, aber Effekt wird hier negiert. Also das hat schon einen Sinn, wieso ich den Effekt trotzdem aktiviere. Weil das halt eben Death Row ist, sieht man, dass der Gegner Reaktionszeit hat. Dementsprechend hat er vielleicht eine Antwort. Wenn ich jetzt zum Beispiel das aktiviere und er Reaktionszeit hat, spricht das, dass er zum Beispiel Wähler oder sowas hat. Also ich mache das nicht umsonst. Da hat er gerade meiner Meinung nach den entscheidenden Spielfehler gemacht. Er hat geschossen und dann konnte ich dies irgendwie überleben. Einfach Beatdown, ich wäre tot gewesen. Oder auf jeden Fall sehr knapp tot. Er zieht jetzt, er aktiviert Pot auf Duality, holt sich Twin Twister auf der Hand, sehr gut, jetzt kann er aktivieren. Macht Thaler Toten und die Verdeckte weg. Und kann jetzt einfach mit Unukai drüber laufen. Ja. Push geht weg und jetzt kann er noch immer noch die Mais aktivieren. So ist es. Sehr geil. Sehr gut. Zieht drei gute Karten nach. Ja. Upstart nicht aktiviert, weil vielleicht genau. Zieht ein Monster nach. Genau, sehr gut. Oder muss ich es abschmeißen? Ja. Und jetzt ist der Gegner dadurch echt im Nachteil. Ja. Jetzt macht er Magic Drain auf Teil der Toten. Echt gute Karte, Mann. Wirklich gute Karte. Wenn man dann drüber geredet, ob er sie spielen soll oder nicht. War auf jeden Fall sehr gut. Machen wir es dann mit Dennis. Full House hast du auch noch verdeckt, ja. Full House, aber Full House war nicht so effektiv. Er hatte erstes Match viele Fallen, aber hat irgendwie rausgesidet oder nicht gezogen, ich weiß nicht. Ich dachte jetzt, dieses Game 2 kann ich ihm richtig saftig Full House geben, aber ist leider nicht passiert. Ja, egal. Trotzdem gut. Zieht noch eine nach. Jetzt aktiviert der Upstart. Und Full House scheint darauf an. Sehr gut gespielt. Jetzt kriegt er sein komplettes Feld weg, zielt seine eigene Upstart, weil sie ja in dem Ding aktiv ist, also offen ist. Der Chain MST an, also Ausgleich 3 gegen 3. Ja. Aber jetzt hat er nichts.
Ich bin plus 2. Ja. Er zieht Call nach. Er hat kein Target mehr für den Recruiter, also. Hat er dann Spy, hat er Spy raufgetan, oder? Nee, Spy kann man nicht suchen. 1-5 Defense oder weniger. Ah, stimmt, stimmt. Leider ein toter Top-Deck, ja, von ihm. Mit Loose One Turn. Satella Beatdown. Man sieht, Horn braucht Trivier gar nicht, aber auch kein Deltarus, kein Trivier. Ist nicht im Extra-Deck nicht einmal benutzt. Ist nicht im Extra-Deck gewesen, hat einfach durch gutes Spiel, durch Beatdown einfach halt den Gegner fertig gemacht. Ja. Und verdienter Sieg, denke ich. Also bis jetzt, okay. Noch ein toter Draw von ihm. Tut mir leid, leider nicht, Victor. Du hast dich mit uns angelegt, Mann. Leider wirst du verlieren. Ja, jetzt ist Game. Er aktiviert noch Call. Auf der Nap, damit ich eine Handkarte für Ding hab, Twin Twister, um sicher zu gehen, aber negiert er. Er hat ja noch Ding gehabt, Loose One Turn, aber egal, das stört er nicht. Er greift einfach mit seinen zwei Monstern an und dann ist Game. Ja. Das war's. 2-0. GG Easy, ja. Morgen hat gespielt, es hat sich gelohnt, dass er dann doch eingesprungen ist für uns, ja. Richtig gutes Spiel, wie gesagt. Er hat er brauchte gar kein Extra Deck, gar nichts, ja. Hat gewonnen. Gegner hat ein paar Fehler gemacht, sehe ich im ersten Game. Wollte er nicht seine Handkarten wegschmeißen für den Mais, hat dann noch eine Ariadne in den Scale gelegt, war halt Fehler, aber naja. Er hat dann zwei Scales mit Ariadne. Aber er kann eh nicht mehr. Aber er hat dann zum Beispiel Ding gehabt. Er hat dann Ding nachgezogen, zum Beispiel mit Laster und so. Ja. Wenn er Laster in der Scale gehabt hätte, wäre es eventuell besser gewesen. Ja. Er kann sich ja dann dadurch Dinger suchen. Ja, ist ja egal. Aber war auf jeden Fall gut gespielt von unserem Hong. Ja. Victor, tut uns leid. Ja. Vielleicht gibt es eine Rückrunde, kann sich revanchieren. Ja. Aber bis jetzt sieht es sehr, sehr gut für uns aus. Falls es eine Rückrunde gibt, wir werden nicht nochmal spielen. Ich laufe mit dem Sieg davon. Ich will meine Statistik positiv halten lassen. Egal. Spielt dann ein anderer wird auf jeden Fall dann spielen. Aber gegen TPD kriegst du nochmal deine Revanche. Ansonsten schaut bei Random Brain vorbei. Hast du mit ihm Interview gemacht? Ja, am Ende. An seinem Video haben wir noch ein bisschen geredet. Deswegen musste ich auch spielen, weil die anderen Jungs kein Skype hatten. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei, da gibt es nochmal ein bisschen mehr Infos dazu. Schaut die anderen Matches von der Liga heute an. Ich denke, da werden ein paar spannende Duelle mit dabei sein. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich werden wir gewinnen. Und bis dahin leidet nicht. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab, da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei, wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.